You look great. Nice to have you here in the show. Go ahead. Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth. Ich darf sie nicht anfassen, sagt sie. Hello. Hi. Hi. I'm sick. I don't want to. Go away, go away. I don't want to touch anyone. I'm sorry. Hi. Nice to meet you. Okay. So, also. Jennifer, have a seat. Setz dich bitte hin. Genau, also. Genau, Jennifer muss mal ganz kurz erklären, die ist heute dankenswerterweise hier. Eigentlich wollten wir euch alle drei da haben. Auch Josh wollte zu uns heute mit auf die Bühne kommen. Der ist aber so böse erkrankt, dass es nicht mehr möglich war. Und auch Jennifer Lawrence ist mittlerweile ziemlich krank. Umso tapferer, dass sie heute hier erschienen ist. Herzlichen Dank dafür. Ja. Ja. Aber Jennifer Lawrence kann Pfeil und Bogen schießen, sie kann mit Schwertern kämpfen, die haut doch ein Schnupfen nicht um. Ja, die wird auch mit ein paar Bazillen noch fertig werden, da bin ich mir sicher. Solange wir nicht heute machen, was wir mit Diane Keaton gemacht haben, ist, glaube ich, auch alles im grünen Bereich. Da kann eigentlich nichts passieren. Jennifer, was ist passiert? Was habt ihr gemacht? Was hat euch umgehauen? War es der gute Wein oder war es wirklich eine Grippe? I don't know. Ich weiß es gar nicht genau. Josh und ich sind gelandet und dann hatte er schon Halsweh und dann habe ich gesagt, ach Quatsch, Blödsinn. Aber dann ist er wirklich krank geworden. Und heute habe ich gemerkt beim Aufwachen, mir tut der Hals auch weh. Das war echt ein richtiges Stechen im Hals. Das war so ein richtiges Feuerspeien fast bei mir vom Gefühl her. Und jetzt hat sich erwischt, aber du hast trotzdem tapfer gesagt, ich komme hierher und ich präsentiere mich heute hier in Graz. One Direction ist hier. One Direction? Bist du ein Fan von One Direction? Well, it's a funny story. I actually have a dog. Ja, ich habe einen Hund, der ist ein Riesenfan von One Direction. Jedes Mal, wenn der Hund The Story of My Life hört, dann singt er. Also er jault die ganze Zeit mit. Und ich nenne das Singen und deswegen, glaube ich, ist er echt ein Riesenfan. Der ist ein Riesenfan. Also, Liam ist auch bei uns. Ich finde ein unglaublich gut aussehender erstmal Australier hier in unseren Reihen. Liam, schön, dass du da bist. Dir geht's aber gut, ja? Thank you. Ja, sehr gut, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Ich frage mich jetzt natürlich, Andreas, du auch, ne? Als alter Inspektor Columbo fragst du dich natürlich, pass mal auf, also wenn der Josh krank ist und die Jennifer auch schon kränkelt und er gesund ist, dann bedeutet das ja unter Umständen, dass die Jennifer und der Josh vielleicht sich besser kennen. Oder nicht? Im Film meine ich jetzt natürlich auch. What? Immer diese Gerüchte. No, Liam's just I feel left out of it. Nein, Liam ist ja nur der starke Kerl. Ausgelassen. I should have been involved in something. I know, that's why. Ja, ja, ich weiß. Genau. Wenn irgendwas passiert bei uns beiden. Ja. Du hast sie ja im Film natürlich nur rein dienstlich beide schon geküsst, Jennifer. Yes. Ja. Möchtest du darüber sprechen? And then you just went blank. Du hast mich geküsst und ich habe dich auch geküsst. Und dann bist du fast in Ohnmacht gefallen. Haben wir schon gemacht. Ein paar Mal. Das klingt wahnsinnig enthusiastisch, finde ich. Im Film. I don't know. War toll. Und es scheint ihm Spaß gemacht zu haben, dem Liam. Absolutely. Absolut und toll. More fun than I've ever had. Es hat mehr Spaß gemacht als alles andere vorher. Also, wir haben gerade gesehen, ihr habt im Sommer, ne, ich glaube den ganzen August über in Berlin auch gedreht. Was habt ihr für einen Eindruck von Deutschland? Wie gefällt euch Deutschland? Wie gefällt euch Österreich? Wie gefällt es euch hier in Graz? Love Germany. We had such Deutschland finde ich toll. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, da zu drehen. Wir sind da viel mit dem Fahrrad rumgefahren. Und Österreich finde ich auch toll. Ich wollte immer gerne hier hinkommen. Da habe ich mich echt gefreut, heute die Einladung hier zu bekommen. Jetzt bin ich leider krank. War gestern bei der Weinprobe. Ich wollte immer gerne nach Österreich kommen. Ja, und dann war ich gestern bei einer Weinprobe und ja, das ist doch etwas heiß. Darf man ganz kurz nach der Menge fragen? Well, naja. Just small amounts. Kleine Mengen. Natürlich nur ganz wenig. So ungefähr von den Vieren, die wir waren, haben wir 10 Flaschen gekriegt. Aber ich hatte natürlich nichts damit zu tun.
Das ist ordentlich. In Australien geht es wahrscheinlich auch gut zur Sache. Liam, von dir weiß man, ihr habt durchaus eine Gemeinsamkeit. Ne? Du bist mit zwei Brüdern aufgewachsen, Jennifer, und Liam ist auch mit zwei Brüdern aufgewachsen. Ja, das stimmt. Yeah. You had three brothers? Yep. Drei Brüder, wir beide. Yeah. We're both the youngest. No, I have two brothers. Aber ich habe zwei Brüder und ich bin die jüngste. Yeah, you got two. Have two brothers too. Aber du hast auch zwei Brüder. Ja, ich habe. Wir sind insgesamt drei. Ja, genau, drei. Das sind wir drei. Und einer schöner als der andere. Und was kaum einer weiß, deine Mutter, Liam, ist Lehrerin, ne? My mother is a teacher. Ja, genau, sie ist Lehrerin. Hat die dich auch unterrichtet? She taught me in high school. Das hat sie gemacht auf der Highschool. English and, ich habe da Englisch gelernt bei ihr. Und Persönlichkeitsentwicklung / Aufklärungsunterricht. Nee. Echt? Ja, das hast du mir, glaube ich, sogar schon mal erzählt. Was ist das für ein Gefühl, wenn die Mama vorne steht und einem erklärt, wie das mit dem Bienchen und dem Blümchen so läuft? Did she help out having sex? Is that what you said? Nein! She helped you have sex? Ja, wir haben einfach Aufklärungsunterricht gehabt, Sexualkunde. Wir mussten also über sexuelle Aktivitäten sprechen, na klar. Und der erste Unterricht lief so. Meine Mutter hat einen Zettel rumgereicht und jeder kriegte dann eine Sexualkrankheit, über die er sprechen musste. Ich musste über Chlamydien sprechen. Deine Mutter? Okay. Lass uns an dieser Stelle einen Deckel drauf machen. Ich habe das Gefühl, das ist kein gutes Thema. Also, freue mich sehr, dass ihr bei uns seid. Und wir wollen natürlich über diesen großartigen Film sprechen, von dem sich jetzt schon abzeichnet, dass es ein gigantischer Erfolg ist. Seid beide unglaublich jung und jetzt schon auf dem Höhepunkt der Karriere. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wir schauen mal kurz rein. Tribute von Panem, Teil 3. Schauen Sie mal. Ich habe es alles nie gewollt. Ich wollte nie an den Spielen teilnehmen, sondern nur meine Schwester retten und verhindern, dass Peter getötet wird. Miss Everdeen, es sind die Dinge, die wir am meisten lieben, die uns zerstören. Ich möchte, dass jeder, der zusieht, sofort seine Waffen niederlegt. Du lebst. Peter ist der Trumpf des Kapitols. So wie du unserer bist. Bist du hier, um zu kämpfen, Katniss? Kämpfst du mit uns? Das bin ich. Und das werde ich. Also, Tribute von Panem Mockingjay, der Lockvogel, ein ganz spezielles Wort. Und wird mit Sicherheit wie Teil 1 und Teil 2 auch ein gigantischer Erfolg werden. Wir gehen direkt rein in die Wette. Ist eine sehr, sehr schöne Wette, wie wir euch vorbereitet haben. Auch mit Blick auf den Abend, den ihr gestern Abend verbracht habt. Und das ist der Kandidat, um den es geht. Schauen Sie mal.